Ja, danke. Ich freue mich sehr. Bevor ich meinen letzten Text mache, will ich einmal noch kurz was aufgreifen, was die Media eben gesagt hat. Sie meinte ja, dass man keine Witze über Vornamen machen sollte, und ich finde, das stimmt. Leute, die Witze über Vornamen machen, sind für mich echt Ottos. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich war ein bisschen stolz, als mir das jetzt eingefallen ist. Ja gut, wo wir jetzt schon so dabei sind, vielleicht kennt ihr das nicht, ich habe jetzt ja, denke ich, ein bisschen Zeit. Für mich ist ja manchmal so, dass ich mir Witze ausdenke und die dann immer ganz, ganz stolz meinen Freunden erzähle, weil ich denke, wow, was für ein guter Gag. Und irgendwie kommen die dann oft nicht so gut an. Aber ich dachte, ey, so eine große Bühne, da kann ich es mal versuchen. Deswegen habe ich jetzt noch so einen kleinen Witz für euch. Und ich bin echt gut, aber ich kann mich immer irren. Was macht ein müder Humanbiologe? Gähnen. Nichts mit dem Text zu tun, aber ich hatte echt Lust, den Witz zu erzählen. Mein Text ist unfassbar krass normal und geht so. Warum muss jeder zwanghaft anders und einzigartig sein? Ich kann nicht einfach Jeans anziehen und Sweatshirt tragen. Ist wohl besser, einfach gar keine Hosen mehr anzuziehen. Engen ja eh nur ein. Überhaupt. Das ist eine politische Botschaft. Heutzutage muss ja alles eine Message haben. Eine einzige riesen Metapher. Keine Hosen mehr zu tragen. Wir geben uns hier nicht. Wir behalten die Hosen an. Alles ist ein Statement. Wofür oder wogegen auch immer. Warum muss Humor immer Satire sein? Lasst mir meine Peniswitze. Ich stehe dazu. Warum dürfen wir uns nicht einfach mal hängen lassen? Keine dicke Hose haben, müssen hinterher immer schlauer sein, etwas erst dann zu schätzen wissen, wenn es nicht mehr da ist. Oh, Fußpilz, mein Fußpilz. Warum bist du nicht mehr da? Es ist nicht mal so, dass du in der Sekunde deines Lebens glücklich sein musst. Nein, du musst einfach eine starke Emotion fühlen. Der beste Sommer deines Lebens wird akzeptiert. Glücklich, dein Hund stirbt, wird akzeptiert. Traurig, aber wenn die große Frage des Lebens sich um den Belag einer Pizza dreht, wird das nicht akzeptiert. Totes Schwein muss man haben, aber die einzig wahre Pizza ist die Krosse Krabbe Pizza. Die Krosse Krabbe Pizza für dich und mich. Warum sagen Leute Pizza statt Pizza und Musik statt Musik? Denn auch die Musik, die ich höre, ist scheiße. Alles Radiopop, alles, was nicht klassisch oder irgendwie besonders ist, ist Radiopop. Aber du bist ja noch jung, der Musikgeschmack verändert sich noch. Oh, sorry, dass ich auch Pop und House, aber auch Independent Rock höre. Ist ja aber noch nicht Indie genug, ne? Dafür nichts von großen Labels kommen. Alles muss Indie sein. Du bist nicht mehr Indie, du bist Indianer und wirst bald von Columbus entdeckt. Am besten höre ich jetzt Christenrock, Lieder mit Moral. Dieser Justin Bieber soll echt gut sein. Mit seinem einzigen Song Baby spricht er sich für heterosexuelle Beziehungen gegen Abtreibung aus. Ganz, ganz toll. Und tut mir leid, dass ich kein Vinyl kaufe, sondern Spotify Premium Gold und den Kapitalismus weiter nähere, wenn ich mir nachts bei Macis eine Apfeltasche kaufe. Der hat halt keinen Bio-Supermarkt mehr auf. Wenn ich meine Freizeit mit Feiern oder was unternehmen verbringen will, ist das falsch. Und wenn ich zu Hause mal nichts tue, sondern einfach nur chillen will, dann soll ich doch lieber mal was unternehmen, die Welt entdecken, das Leben erfahren. Geh doch mal nach Nicaragua und finde dich selbst. Ich habe mich gefunden. Auf otto.de. Also, ein Fernseher habe ich schon lange nicht mehr, läuft nur Müll die ganze Zeit. Ich schaue mir alles in der Arte-Mediathek an und ich denke mir so, halt die Fresse, Geschäftsrolltragen-Pulli tragen, der Philosophie-Student. Da ich aber weiter keine Freunde haben. Ich finde es für mich okay, auch mal auf Streife zu gucken, wenn mir langweilig ist. Oder Shopping Queen oder Mein Lokal, Dein Lokal. Vor allem Mein Lokal, Dein Lokal. Aber ich kann trotzdem auch bei ZDF Info und Arte reinschalten, wenn es um Themen geht, die mich selbst wirklich interessieren. Nicht die Scheiße im TV ist fake, ihr seid fake, weil ihr nicht Arte guckt, um etwas über Löwenzahn oder wilde Ziegen zu erfahren. Pusteblume. Ihr guckt Arte, damit ihr sagen könnt, ach, dieser Kunstfilm gestern über eine Liebesgeschichte zweier Frauen aus unterschiedlichen Lisabon ist. Der war dramatisch, authentisch, ein cineastisches Meisterwerk und natürlich auch französisch. Wer schaut Filme heute, der noch deutsch synchronisiert?
Ich kann kein Französisch. Und ich will auch kein Englisch. Und es ist meine Sache, welche Sprache ich Serien schaue. Kleiner Tipp, Swahili ist es nicht. Und ob ich mir einen Fairtrade 10-Euro-Kaffee in einer Bücherei-Lounge mit freilaufenden Katzen und ein Stück rote Bete-Quinoa-Kuchen hole, oder ob ich mir einen 10-Euro-Starbucks-Karamell-Kaffee mit extra viel Sahne und einen überzuckerten Brownie kaufe. Am Schluss kommt doch die gleiche Pisse und die gleiche Scheiße bei uns allen raus. Also, zumindest wenn es gut läuft. Also warum das hohe Ross? Warum die Luftschlösser? Warum die Erwartungshaltung, keine Pausen mehr machen zu dürfen? Und wenn doch dann trotzdem produktiv sein, in der Mittagspause schnell noch ein paar Aktien kaufen, bevor die Zeit zu schnell vergeht und man sich plötzlich hätte entspannen müssen? Warum ist alles immer klar definiert und für uns entweder komplett geil oder komplett scheiße sein, damit wir eine Berechtigung haben, etwas bewerten zu dürfen? Warum nur ganz oder gar nicht? Oh, du pflanzt Bäume in der ganzen Welt, damit auch kleine afrikanische Kinder einen Baum sehen dürfen. Du bist so ein guter Mensch. Oder krass, du gehst bei McDonald's essen und wirst egal, was die anderen dazu sagen. Du bist so ehrlich zu dir selbst. Wow, welch Held unserer Generation. Aber dann kommt sowas wie, also ich fasse nochmal zusammen, du lebst vegan und kommst trotzdem weiter bei H&M ein. Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Ich lebe nicht vegan, um die ganze Welt zu retten. Ich stehe nicht vor dir, wenn du eine Wurst beißt und schrei, während ich mit Kunstblut um mich werfe. Die Emotionen, und der Regenwald, das Ozonloch, Akne, nein. Ich bin ehrlich, es ist mir scheißegal, mir tun auch die Kirchen leid. Und dein Gesicht sieht noch viel mehr nach Mondoberfläche aus als seins. Also spar dir dein Urteil, bis du dann von deinen Eltern finanziert, dass du ihre Studium beendet hast und lass die Menschen einfach leben. Würde ich die scheiß Welt retten wollen, hätte ich mir ein Kostüm genäht, würde mich von irgendetwas stechen lassen, weil ich dann natürlich fliegen könnte, vom höchsten Gebäude der Stadt springen. Problem gelöst, alle wären glücklich, aber ich will die Welt nicht retten. Ich kann nicht nähen. Und ich will es auch nicht können. Und selbst wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre ich nicht Batman oder Spider-Man. Nein, ich wäre halb Mensch, halb Ziege. Ich wäre Man. Ihr seid doch hier die größten Heuchler, ihr Biogurken in Plastikverpackungen und Käufer. Ihr die Luftschlösserbauer verschmutzt mit euren Luftschlössern doch am meisten die Luft. Das kann auch keine Fritz-Cola mehr ausgleichen. Und Stereo schmeckt scheiße, gebt mir mehr Aspartam und schrubbeliger sieht sowieso immer scheiße aus, gebt mir mehr Tattoos. Weil es sind diejenigen, die neuen Hipster, die kein Bart haben, sich die Hose nicht hochkrempeln und Coca-Cola trinken. Enge Hosen sind zu Mainstream, wie gesagt. Wer braucht eigentlich noch Hosen? Und ich soll mal Haltung zeigen und die Fassung stetig bewahren. Nicht, dass wir herauskommen dürfen, sondern immer nach vorne schauen und gewissenhaft handeln. Ich brauche keine politische Diskussion, um bei einer Nazi-Demo bei dem Mittelfinger auszustrecken. Ich werde nicht im Stadion die gegnerischen Fans anfeuern, meine beiden Daumen hochhalten und Respekt rufen, sondern auch mal, fickt euch. Aber lasst mir meine Persönlichkeit und echte Individualität, ich bin nicht mit coolen Lifestyle-Produkten erkaufen will. Ich will meine Emotionen selber steuern und nicht auf Knopfdruck glücklich oder traurig oder anders sein. Hört auf, aus jeder Mücke reiner Kalb zu machen. Und aus... Und aus 9 cm 30 cm. Ich lebe ein unfassbar, krass, normales Leben. Und wenn ich es spannender machen will, dann rufe ich nachts entweder ganz laut Feuer oder ich entscheide für mich, einen neuen Schritt in meinem Leben zu wagen, denn auf Dauer kosten so Feuerwehreinsätze echt verdammt viel Geld.